Ja. Na, weiß ich. Ja. Ja. Ich auch. Ich habe Badelatschen mit Wildleder. Badelatschen mit Wild... Badelatschen mit Wildleder? tolle Kombination. Ja. Die ziehe ich halt nur draußen an. Wenn du nicht baden gehst. Genau. Was schönst im Kleid oder so zum Sommer. Ja, schön. Komisch, dass es hier eine Pfütze gibt und sonst nirgendwo. Achso, dass es nur hier eine Pfütze gibt und sonst nirgendwo. Ich frage mich, warum. Das war ich ja, kann ich einfach nirgendwo abfließen. Das ist ein Problem. Eieieiei. Schade, dass der Nokas gerade nicht hier ist. Ach, und meine Gicht. Die verdammte Gicht. Ja, das ist gerade ein Insider. Das ist schade, dass das nicht jeder andere weiß, warum sie jetzt so... Aber eieiei, fand ich lustig, wollte ich einbringen. Eieiei, die verdammte Gicht. Ja, ein Text, der so leider nie in einem Film zu sehen war. Zum Glück. Ja, wie gut, dass es Leute gibt, die solche Texte rechtzeitig umschreiben. Als Erklärung, ich habe ein Drehbuch bearbeitet, so Rechtschreibkorrektur, und da war eine alte Oma, die hat gesagt. Original gesagt, oh, diese verdammte Gicht. Eieiei. Weißt du, das kannst du nicht erzählen. Nicht, dass derjenige, der das früher geschrieben, also der diese Originalversion geschrieben hat, jetzt beleidigt ist. Das glaube ich nicht. Okay. Ich habe ja außerdem nicht gesagt, wer es war. Ja, aber derjenige wird ja, der weiß genau, dass... dass es witzig ist. Das ist nicht ganz deutsch. Okay, ja, hier, so. Okay, wo wir gerade von Abflüssen sprechen, wie geht? Ich kenne da so ein kleines Rätsel zu diesem Thema. Ich frage mich, ob es euch auch schon mal begegnet ist. Der Abfluss ist verstopft. Okay, Rätsel Nummer 008. Komplizierte Rohre. Es klingt nach einem Rätsel mit... Oh, das mag ich. Oh, nee. Oh, sowas bin ich immer gut. Oh, ist doch... Nee. Hier haben wir ein echt kompliziertes Rohrsystem. Öffnest du die zwei richtigen der 8 Ventile oben, fließt Wasser aus allen Endstücken am Boden. Mhm. Was? Hä? Gabelt sich ein Rohr, fließt das Wasser in beide Richtungen weiter, aber nur nach unten. Mhm. Berühre ein Ventil, um es auszuwählen oder wieder zu löschen. Finde heraus, welche beiden die richtigen Ventile sind. Also, warte mal. Also, es muss Wasser bis nach überall. Also, es in allen unteren muss dann Wasser kommen. Darf man hier ausprobieren? Nee. Nee, aber ich denke mal mit... Nee, Notizfunktion funktioniert auch nicht richtig. Was? Nicht? Weil man nicht das Ende so gut sieht. Mhm. Geh mal. Ich fange einfach mal mit einem an und probiere das mal. Wie ist das, wenn bei A das Wasser nach unten nur fließt? Es fließt halt nur nach unten. Aber es fließt in diese Stückchen da rein, oder? Es muss halt nur in jedes Stückchen fließen, genau. Mhm. Also es fließt jetzt nicht nur so einmal gerade nach unten, sondern auch in diejenigen, die jetzt... Nee, also es darf immer nur nach unten. Aber es, ja, aber es jeder, darf... Jeder ab... Aber das, fließt es in jedes. Aber A würde ja so gerade nach unten fallen, aber es ist ja gemeint, dass es auch jetzt ja. abbiegt. Okay. Es kann auch abbiegen. Okay. Welches ist denn Radiergummi? Oh, das verdammt. Hier. Okay, dann brauche ich nämlich das Teil nicht. Okay. Also A wird ja ziemlich klar sein, dass es das... Na, obwohl, nee, nicht unbedingt. Nee, A ist es, glaube ich, nicht. Ja, eben. Es muss nicht unbedingt so sein, ja. Tatsache. Nee, ich glaube, es ist wirklich nicht. Hm. Nee, es ist nicht. Na gut. Wie lösche ich alles? Ja, hier. Okay, Das ist vielleicht... Hier. Hm. Mayo? Ja, theoretisch, weil E ist doch das Einzige, was nach A runterfließt. Deswegen. Okay.
Dann müsste aber eins noch hier lang fließen. Hier bin ich. Hab's! B und E? Ja, gut, ich werde es nochmal durchgehen. So, schauen wir mal. Also, ich mache nochmal B. B fließt einmal hier hin, hier drunter, dahin und dahin. So, und jetzt fließt E einmal nach A, darüber und da fließt es auch hin durch dieses Ding. Und dann fließt es noch dahin. Und ich glaube, ich habe alle. Ja, mhm. B und E. Mhm. Ja. Viel zu easy. Plop. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Jetzt weiß ich, wie man das löst. So, wieder ändern. A und E war falsch. Was am Arsch? Wo? Da. Ach so, Wassermarsch. Ach so. Ich dachte, du hättest. Ja gut, was reg ich mich auf? Ich hatte heute was im Schritt und zwar ein Loch. Meine Hose ist gerissen. Meine neu gekaufte. Schlechte Qualität. Nicht die, die ich jetzt anhab. Und ja, ich hab noch eine an. Oder wieder. Egal. Okay, Wassermarsch. Wenn du die Ventile B und E öffnest, fließt aus allen Rohren Wasser. Jetzt passt wieder alles. Ja. Wofür sind da die anderen Rohre da? Die Ventile? Einen Moment. Ich wollte gerade die Pause nutzen, um etwas Kleines zu essen. Mhm. Wundervoll. Oje, oje, Mini. Ich wünschte, ihr könntet das Problem mit dieser Pfütze genauso flott lösen wie dieses Rätselgröster. Die hat das nicht geöffnet, weil da diese Pfütze ist. Oh. Und sie da nicht durchgehen wollte, weil bestimmt ihre Stiefel mit Wildleder sind. Da muss man die Pfütze wegmachen. Wie? C war, oder weiß ich nicht, irgendjemanden in die Pfütze. Ist eine große Pfütze. Ja, dann schubst man jemanden rein, dessen Klamotten saugen das auf, solange es kein Wildleder ist. Was wird da im Off geknabbert? Schleichwerbung machen wir hier nicht, erst recht nicht für... Nein. Es ist einfach nur sehr, sehr lecker. Ja, es ist was mit Nuss-Nougat-Creme drin. Es ist eine Art Nuss-Nougat-Creme. Ich habe ja nicht gesagt, welche. Ja, okay. Ja, Taschentücher. Und wenn, dann ganz viele davon. Mhm. Ah. So eine Palette nehmen und einfach raufpacken. Aber ich wette, wenn es geregnet hat, gibt es hier immer eine Pfütze. Und dann hat sie bestimmt immer zu. Mhm. Genau. Ich wusste, es ist die. Ach, hat es denn gestern geregnet? Eine meiner Nachbarinnen meinte, es hätte mitten in der Nacht geregnet, ja. Wobei ich mir gar nicht vorstellen will, warum sie zu dieser Zeit wach war. Sie war es! Nein, Quatsch. Ich will auch gar nicht wissen, warum sie wach war. Was könnte man denn nachts so machen, was nicht schlimm ist? Mutella! Ja. Von glücklichen Kühen. Es klang aber so, als ob es nur ein kurzer Schauer war. Oh. Regen mitten in der... Ja. Regen mitten in der Nacht? Blum. Das ist unfair, ich hatte es nicht so früh. Als ob das jetzt was ist, wo man schneller sein müsste. Ja, warum hat eigentlich die alte Frau eine rote Nase?
Sie, Vielleicht musst du sie ein bisschen anders... Oh, das ist cool. Was? Oh. Rätsel gelöst. Oder so. Ja. Genau, vielleicht wollte ja die Nachbarin nur einen Krabbenburger. Oh Kinder, 3 Uhr morgens. Okay, nächtlicher Regen. Cat, Ernest und Cheryl hatten es zwar nicht mitbekommen, aber eine recht große Pfütze vor dem Adlersnest in der Chancer Lane weist darauf hin, dass es nachts stark geregnet hatte. Und nur was geregnet hat? Hä? Diesen Fall lösen? Kann ja! Ich weiß jetzt nicht, was der Regen damit zu tun hat, aber... Mal gucken. Aha! Ich hab's! Ich weiß, was mit dem verschwundenen Zeiger passiert ist. Wirklich? In der Tat. Ich habe jetzt leider meine Sounds nicht. In der Tat, weil es dazu beiträgt, weil es dazu beiträgt, den Stundenzeiger des Turms wiederzufinden. Ja. Das Rätsel ist erledigt. Wer war es denn, Miss? Alles zu seiner Zeit, Ernest. Wir müssen erstmal Inspektor Hastings anrufen. Er wird. Inspektor Hastings! Wer hat denn gerade nach mir gerufen? Er wird das natürlich auch hören wollen. Eigentlich, ja, ich denke, die Ergebnisse der forensischen Analyse sollten jetzt vorliegen. Ernest, könntest du rüber zu Scotland Yard laufen und eine Kopie der Ergebnisse holen? Meinst du die Analyse dieser Proben, die man am Tatort genommen hat? Ja, genau. Sobald das erledigt ist, kann ich alles erzählen und erklären. It doesn't make any sense, Cat. Clock hands don't just go missing overnight. Well, not necessarily. What if the hand melted during the night? That's a possibility. No. Just no. I wonder. Aha! Yes! The hand of the clock must have been an enormous wafer. Now you're taking the biscuit! Well, traces of a substance that could be wafer were found at the base of the clock tower. Put it down. Wo ist dann der richtige Zeiger? Der richtige Zeiger ist in der Konditorei. Gerade ausdenkst, bitte. Ah, ist ausgetauscht oder was? Ja, und zwar, pass auf. Der eine Handy hat ihm den Zeiger gebracht, damit der andere Handy den nachbacken kann. Und dann haben die das doch nicht etwa. Wie soll man denn das verwechseln? Man merkt doch wohl, was eine Waffel ist und was ein Zeiger aus Stahl ist. Weil er es ja so gut nachgemacht hat. Die haben ja auch gedacht, dass dieser Zeiger ist aber leichter geworden und ist auf einmal weicher. Egal, ich bring ihn mal wieder zurück. Na, ist vielleicht auch massiver Schokolade. What, lol? Ja, ich finde das jetzt auch gerade ein bisschen merkwürdig, aber gut, ja. Ist halt dann so. Ja. Okay, So. Ja. Sag mir. Ach nee, das wurde ja vorgelesen sogar. Ich mach mal ein bisschen. Ja. Okay. Die am Tatort gefundenen Proben deuten eindeutig auf ein waffelartiges Material hin. Der klingt aber nicht so schwul, wie ich den spreche. Ja, aber ich mag auch seine Stimme nicht. Nee, ich auch nicht. Anfangs war ich natürlich verwirrt, aber Waffel ergibt durchaus Sinn. Oh ja, durchaus Sinn. Wenn man richtig irre ist, Cat. Wenn man richtig irre ist, Cat. Widerspricht. Ja, ich habe nicht. Das Leben ist irre, nicht ich. Denn das Leben schreibt die besten Geschichten. Wirklich? Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Täter jemand ist, der Kuchen und Gebäck im großen Stil. Anders gesagt, ein Konditor. Na. Wir suchen nach einem Waffelbäckermeister. Terry! Oh, Sie schon wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Oh, der ist wirklich so, oder? Ja! Das ist wirklich österreichisch, so ein bisschen so angehaucht. Ja. Die Person, die für den verschwundenen Zeiger verantwortlich ist. Hä? Das sind Sie, nicht wahr? Hä? Was erzählen Sie denn da? Das ist doch nicht fair. Lassen Sie mich in Ruhe. Welche Beweise? Sie wollen Beweise? Vielleicht doch nicht so. Ja. Wie wäre es hiermit?
eine Zeichnung des Zeigers. Ich glaube, die ist von Ihnen, oder? Als Plan für Ihren Bruder, der für Sie einen riesigen Zeiger aus Waffelbiskuit herstellen musste. Musste? Musste. Also ist irgendwas mit dem Zeiger passiert. Oh Gott. Immer noch. Aber was? Nein!